Wir können von Bluetooth-Speakern nicht genug kriegen und deswegen packen wir jetzt heute wieder einen neuen aus, und zwar von JBL, den Extreme. Die zu Harman gehörende Firma hat hier für 300 Euro, also kein günstiges Gerät, einen Lautsprecher auf den Markt gebracht, den man abwaschen kann, also Spritzwasser geschützt. Also auch im Regen oder auf Festivals kann man den ganz gut benutzen. Und 15 Stunden Laufzeit dank einem 10.000 mAh Akku können wir erwarten mit 2x20 Watt Lautsprechern. Das ist immens und wird dem Ultimate Ears Mega Boom hier auf jeden Fall Konkurrenz machen, mit dem wir das hier vergleichen werden. JBL Extreme, also der Name nochmal, hier komplett neu. In Rot gibt es in drei Farben, ich glaube noch in Schwarz und eventuell, glaube ich, in Blau noch. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist hier zum Beispiel aber, dass wir noch Tasten drauf haben, womit wir auch die Musik anhalten können. Oder natürlich auch ein Mikrofon ist drin, also auch Anrufe können wir annehmen. Wie ihr sehen könnt, falls es mal regnet oder zum Abwaschen, darf man das durchaus benutzen. Und wir können bis zu drei Geräte gleichzeitig damit verbinden. Und dann kann immer jeder aussuchen, welche Musik er gerade hören möchte. Ich packe hier schon mal aus, während ich hier noch ein bisschen erkläre zu dem Lautsprecher, der wie gesagt 299 Euro kostet und hier komplett neu von Harman mir zugeschickt wurde zum Testen für ein paar Tage. Vielleicht nehme ich den auch mal auf dem Festival mit, wobei die Größe nicht ganz so ansprechend ist, aber der hat so einen Schultergurt noch mit in der Verpackung, habe ich schon mal auf Amazon gelesen. Heißt, wir können dann den einfach auch so wie eine Art Beatbox benutzen, also einfach unterwegs oder zum Beispiel beim Basketballspielen heute Nachmittag. Auf jeden Fall etwas, was ich gerne vielleicht ausprobieren werde. So, also aufmachen. Und dann können wir hier auch probieren, die Box mal rauszunehmen. Da scheint nämlich noch eine weiße Box drin zu sein, die ich jetzt gar nicht so rauskriege. So, ganz normal in meinen Schoß rein. Und dann haben wir hier gleich den Lautsprecher selbst, wobei gerade was auf dem Boden gefallen ist. Hier ist, denke ich mal, ein Kabel drin, das schauen wir uns gleich an. Und dann haben wir hier noch diesen oberen Teil, den ich gerade nicht abbekommen habe, auch noch mit zwei kleinen Boxen, die ich irgendwie hier aufmachen kann, muss, soll. Frage ist wie. Festgeklebt, an der Seite vielleicht einfach rausziehen, genau. So. Dann haben wir hier was zu lesen. Das lege ich mal kurz auf die Seite. Ein riesengroßes Netzteil, das gefällt mir nicht immer so gut. Für USB aufladen ist nämlich immer am schönsten, weil ein Handy-Aufladegerät hat man ja meistens sowieso dabei. Auf der anderen Seite hier dann zu dem Netzteil ein entsprechendes noch Ladekabel. Auch nicht so schön. Eine weiße Box. Ich packe mal jetzt hier mal aus. So. Das ist der Tragegurt, den habe ich gerade erwähnt. Der fühlt sich auf jeden Fall schon mal hochwertig an. Nichts Besonderes, Doppelriemen, die man in der Länge ändern kann. Also man könnte jetzt hier einstellen, wie lang man das Ganze haben möchte. So eine Art, ja ähnlich wie wir es bei Autos kennen, entsprechend von der Stabilität, und auch schöne Metallenden hier an beiden Seiten. Kann man auch für andere eine Tasche oder so ähnliches benutzen. Sehr schön. Ich mache es dann gleich mal dran. An der Lautsprecher selbst. Ganz schön schwer, das Ding ist, wiegt einiges, also hochwertig sollte es auf jeden Fall sein, fühlt sich hochwertig an, definitiv wie schon mal der Mega Boom, wobei der Mega Boom auch schon ultra hochwertig ist, aber hier spürt man einfach noch beim Gewicht, dass das Ding einfach hoffentlich einen genialen Klang hat und ich es nicht mehr aus der Hand geben will und dass mein Lieblings-Basketballbegleiter sein wird. So, oh. Schöner Stoffüberzug, eigentlich genauso wie das hier Ultimate Ears gemacht hat. Interessant, interessant. Haben sie sich vielleicht ein bisschen hier nicht die Technik unbedingt abgeschaut, weil ganz genauso sind sie doch nicht, aber auf jeden Fall ganz schön. Das Wasser wird hier nicht durchdringen, aber der Sound raus. Hier zwei Gummifüße, also man kann den auf jeden Fall so hinlegen. So hinstellen würde ich ihn nicht unbedingt, weil auf beiden Seiten hier der Bass wunderbar vibrieren wird, nehme ich an. Hier kann man die zwei Haken dran machen und dann entsprechend oben an- und ausmachen. Bluetooth verbinden, Minus und Plus nehme ich an für die Lautstärke und Play und Pause, und den werden wir gleich rausfinden, wofür der ist, der Knopf. Auf der Rückseite haben wir hier noch hinter so einem kleinen Reißverschluss, damit das Ganze auch wasserfest bleibt, die Anschlüsse.
die ich dann tatsächlich nur erreiche, wenn ich das hier so aufziehe und dann hier ein bisschen, wie ihr sehen könnt, seitlich angebracht, haben wir hier dann einmal den AUX-Anschluss. Heißt, ich kann entsprechend mir hier auch mein Gerät direkt verbinden. Zwei USB-Anschlüsse, ich nehme mal an, man kann damit zwei externe Geräte auch laden. Also der 10.000 mAh kann auch als externen Akku verwendet werden. Und dann einmal der Stromanschluss, damit wir natürlich das auch laden können. Und ein Service-Anschluss, der hier abgedeckt ist, der Micro-USB ist. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, ob ich per Micro-USB hier das Ganze laden kann. Ich probiere es mal ein bisschen näher zu bringen, damit ihr die Anschlüsse wirklich auch seht. Aber es ist ein bisschen schwer. So, hier seht ihr einmal Micro-USB und den Rest. Das Ganze war mit so einem kleinen Gummi-Noppen hier abgedeckt. Das mache ich jetzt nicht wieder dran, das würde zu lange dauern. Ich mache es mal wieder zu. Mit Wasser wird das jetzt hier nicht überschütten, aber ich zeige euch nochmal das wunderschöne JBL-Logo hier vorne. Und wir machen das Ganze mal an. Klingt schon mal okay. Es leuchtet nicht. Aber ich denke mal, das ist im Pairing-Mode. Ich habe hier mein LG G4 mit ein bisschen Musik drauf. Und ich suche jetzt gleich mal danach mit Search unter Bluetooth. NFC kann es sein, dass er auch drin hat, wurde aber nirgendwo beschrieben. Aber für iOS wird es dann nicht so interessant. Also hier nochmal, wir sind jetzt auch verbunden. Irgendwo solltet ihr das jetzt sehen, genau ganz oben. Ging ganz einfach. Einfach kurz danach gesucht und ich kann jetzt gleich Musik abspielen. Drück mal hier auf Plus. Boah, da passiert jetzt gerade nichts. Und ich drücke auf Play. Hier haben wir die maximale Lautstärke. Das ist Sex von Funky Beats. Schaut euch das an. Ist. Es wird uns nicht angezeigt, ob das gerade die maximale Lautstärke ist, deswegen wir gehen mal weiter auf ein nächstes Lied, beziehungsweise ich gehe mal kurz in meine Liste rüber. Ich war jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass ich mehrere Lieder abspiele, aber ich spiele jetzt mal eins meiner Lieblingslieder noch ab, Discotheca. Auch hier. Schaut ganz schön verrückt aus. Ist er gar nicht, aber der Bass ist wirklich spürbar und gut und auch die Höhen und Tiefen scheinen mir bisher sehr gut zu sein. Ich probiere mal ein Lied, was ihr vielleicht auch kennt. You can say that you love me, say that you need me, say that you hate me. And I'm living right now. You told me you want me. You told me you need me. You told me you love me. But I'm living. Auch nicht schlecht. Das waren jetzt für die Höhen. Und jetzt probieren wir noch ein paar andere Sachen aus, wie zum Beispiel von DJ Crabman. Ulalala. Probier jetzt wieder eine Seite ein bisschen mehr. So, probieren wir noch was und dann vergleichen wir es vielleicht noch kurz mit dem Mega Boom und ich glaube, ich habe schon jetzt meinen Sieger in der Hand. War jetzt gerade nicht ideal, vor allem von der Qualität her nicht. Genau, Escape, das ist ganz gut eigentlich. Space,
für 299 Euro hätte ich nicht gedacht, dass man wirklich so schön Sound kriegen kann, schon vor allem mobil und mit so viel interessanten Leistungen. Ich mache jetzt noch kurz, bevor ich den Vergleich mache, hier den Strap dran. Ich zeige euch, wie das dann ungefähr aussieht. So. Ich mache mal ein bisschen länger, weil jetzt ist gerade so ein bisschen wirklich Handtaschenformat. Mit länger meine ich. So. Schon ziemlich nice und so ist auch vor allem auch gar nicht schwer und ja, damit kann man auf jeden Fall auf der Straße dann die Menschen ärgern. So, ich stelle es mal kurz hier hin, weil das seht ihr dann nicht. Trotzdem, ich stelle es mal kurz hin und mache hier meine Megaboom an. Jetzt fühlt sie sich schon relativ leicht und klein an im Vergleich zu dem Xtreme, aber das sind auch extrem große Unterschiede hier wahrscheinlich, die wir jetzt auch mit dem letzten Lied gleich vergleichen werden. Ich verbinde mich jetzt hier mal kurz mit dem. Er hat gerade zu laut gegeben, dass er nicht mehr verbunden ist. Jetzt sind wir hier mit Media verbunden und ich spiele nochmal Escape ab. Kam jetzt immer noch aus dem JBL. Da disconnecte ich mich mal komplett. Genau. Naja. Android ist nicht so zuverlässig, wie ihr denkt. Disconnect. Disconnect. Connect. An solchen Stellen einfach am besten mal vor- oder zurückspulen, damit ihr wirklich genau den Teil, den ich hier gehört habe, auf der JBL mit dem Megaboom vergleichen kann. Das dauert jetzt kurz mit der Megaboom-Verbindung, derweil ich kann nochmal euch im Detail das hier außenrum zeigen, wie das ausschaut. Wirklich ein sehr schönes Produkt. Vor allem die Standfüße sind auch schön stabil, gummiert und werden definitiv die nächsten Jahre nicht kaputt gehen. Hier außenrum übrigens auch gummiert, also auch wenn ihr es so hinstellt, wird das auf jeden Fall nicht kaputt gehen oder so und funktionieren. Die Megaboom will nicht. Freut mich natürlich nicht. Die schwimmt auf dem Wasser, dass die JBL nicht auf dem Wasser schwimmt, weiß ich jetzt schon, weil die schwimmt nämlich genau so auf dem Wasser, glaube ich. Und ja, bei JBL ist ja nur Spritzwasser geschützt, nicht IPX7 wasserdicht, so wie hier mit allen Anschlüssen komplett zu. Also zum Abwaschen auf jeden Fall definitiv gut, das JBL. Und vor allem, ich glaube, eins der wichtigsten Festival-Utensilien, die man dabei haben kann, ist immer gute Musik, wenn keine Musik mehr läuft. Und die Megaboom will tatsächlich gerade nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich mache es mal kurz aus. Und wieder an. Ich habe es noch nicht allzu viel benutzt, aber hat schon ein bisschen Wasser abbekommen. Beim Vorhin konnte ich mich ganz einfach verbinden. Jetzt ist es auch soweit und jetzt spielen wir nochmal, wie gesagt, Escape Up von... oder Going Deeper von Escape oder umgekehrt. Klingt ähnlich gut, aber auf jeden Fall klingt JBL um ein paar Klassen besser, obwohl der Preis genauso ist. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war hier ganz kurz der JBL Xtreme im Test, würde ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Ich werde den noch ein paar Mal zum Basketballspiel mitnehmen und vielleicht in meinem Festival-Equipment-Video den dann auch nochmal erwähnen, weil der wirklich einfach genial ist.